Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13 mit mir, eurem Let's Player Dengoku Senpai. Beim letzten Mal haben sich alle unsere Charaktere in diesen Pulse Falls sind sie hingegangen und so. Und jetzt wollen wir mal gucken, was hat Lightning mit diesem Schild da vor. Mal schauen. I think the door is winning. Why didn't I listen? Beg your pardon? It was me. This is my fault. Beg your pardon. Cover your ears. Huh? Oh, blast charge? Oh, wait, hold on. All right, go for it! Make it happen! I'm so sorry. Please let me in. Please? After you. So, wir spielen Lightning und das ist jetzt gerade die Erklärung für den Blender, wovon ich euch erzählt hatte. Vom Prinzip her würde ich das sogar gleich benutzen, weil ich ja die beiden im Moment dabei habe und die auch nicht zusammen so stark sind. Oder wie viel Schaden macht denn Lightning im Moment? Weil wenn die auch 40 Schaden macht, dann kriegen die das locker hin zu zweit gegen die Dingsens. Ach, sie hat 30. Und er hat nur 24. Also, Blender for the win! Dafür müsst ihr L1 drücken und dann könnt ihr einen Blender auswählen, loslaufen und die Gegner angreifen. Sie kommen nicht in den Alarmierungszustand und ihr seid direkt in der Lage, ihnen erstmal den Schockzustand zu versetzen. Mitten rund um Schlag. Batsch! Alle im Schock. So, und jetzt können sie alle down gemacht werden. Ohne Probleme. Und das geht so fix. Guckt euch das mal an hier. Batz, weg. Und der nächste, komm mal. Batz, batz. Jetzt muss Sasch nochmal drauf schießen. Bam. Bam, batz, batz. Schön aufgeschlitzt. Wäre aber schön, wenn Lightning auch langsam mal drei Balken bekommen würde. So, super. Down, down, down. So spielt man. So. Bis jetzt haben wir noch keine Kristallpunkte gekriegt. Kristallpunkte werden nachher relevant sein, wenn es ums Leveln geht. Aber das Levelsystem wird ja später erklärt. Ach, das ist bitter. Töle. Haha, daneben. Kackvogel. So, erstmal die da platt machen. Und da wir sie alle direkt in Schock versetzen, müssten die auch mit einem Schlag down sein. Moment, mal schauen. Rundum Schlag. Ah, zwei down. Weil ich die anderen beiden nicht erwischt habe, weil der eine schon zu weit weggerannt ist. Was soll das denn? Betz. Oh, da hätte man hier fast unterm Rock gucken können. Total witzig. Ja, das ist total witzig. Ein Item. Itemball. Phoenixfeder. So, da müssen wir längs. Ist da auch noch was? Nur Gegner über Gegner. Können wir den irgendwie so aus... Oh, ich glaube nicht. Nee, der ist zu vorbereitet. Schnappen wir uns ihn mit dem Blender. Fertig. Down. Ich habe keine Lust auf diese harte Verteidigung. Normalerweise lieber so. Und hau ihn direkt in Schock. Können wir mehr Damage machen. Batz, batz, und das ist viel gar kein Problem. Ich liebe es, ihn einfach down zu machen, ihn kaputt zu hauen, oh ja. Bin mal gespannt, wie ich das nachher mache. Ich bin ja immer noch bei der ersten Aufnahmesession. Das ist jetzt Part 6. Ich habe dir noch gar keinen Namen gegeben. Ja. Part 6 ist das im Moment. Und ja, da kommt gleich noch ein Name. Für den Part. Ja, wie ich das nachher, ob ich das überhaupt synchron kriege, das wäre natürlich dämlich und kacke, wenn nicht, weil dann wären das 2 Stunden gewesen, die ich verschwendet hätte und ja. So, weiter geht's. Weiter geht's. Ein Töle ist schon da. Oh, die Töle, ja. Item. Ach, scheiße. Na, komm her. Ihr Drecksviecher, euch mal ja auch noch down. Down. Und mit dem Schock, mit dem Präventivschlag ist das auch geil, weil
man dann auch direkt in den Dings hier die ATB-Balken feuert und direkt angreifen kann. Und sonst muss man ja immer warten, bis das aufgeladen ist und dann noch mehr warten und... Ach, ich wollte gerade sagen, warum kommt der Schockzustand nicht? Weil der ist ja im kritischen Bereich gewesen. Eigentlich. Naja. Geschafft. Down. Na, no, die Punkte sind schon in Ordnung so. So, gib mir das Item. Geh weg. Die Kameraführung ist ein wenig crazy. Was Vernünftiges. Gladius! Eine neue Ausrüstung. Besser gesagt, eine neue Waffe für unsere Lightning. Anlegen. Nein, Eisenreif hat sie ja schon. Gladius, mach den Angriff hoch und die Magie runter, finde ich geil, weil sie ist die physische Angreiferin, wir brauchen keine Magie. Magie wird nachher noch relevant sein, wenn sie Verheerer ist und sowas, aber im Moment brauchen wir das. Oh, scheiße. Oh, nein. Renn ihr auch direkt so rein. Oh, tut... Ah, Mann. So, jetzt haben wir ein Problem. Zwei Drecksviecher auf einmal, aber wir sind ja stärker jetzt, das müsste eigentlich ausreichen. Wir haben jetzt 40 Stärke, von daher... Oh Gott, was kriege ich hier für einen Schaden? So, weg damit. Jetzt können wir uns den Fetten schnappen. Sasha ist fast down. Der wird ja mit Z geschrieben, sehe ich gerade. Na, ist das sein Ende? Nicht, wenn ich ihn nicht heile, sondern mit einer Phönixfeder wiederbelebe. Jetzt muss ich doch eine Phönixfeder benutzen. So ein Scheiß. Fuck off. Ja, das wird kein 5-Sterne-Kampf, ohne Scheiß. Ja, ist ja gut, du Kacklappen. Angriff. Gegenstände, Heiltrank. Jetzt muss ich auch noch einen Heiltrank benutzen. Genau. Na, Heiltränke heilen wir uns beide gleichzeitig. Das ist das Gute. So, jetzt töte ihn nochmal. Meine Güte. Was eine schwere Geburt. Mann. Ey, wir haben trotzdem 5 Sterne gekriegt. Digitalschaltkreis! Das sind Items, mit denen kann man nachher die Waffen aufbessern. Aber wie ich schon gesagt habe, das mache ich erst später, kurz vorm Schluss, weil wegen ist so. If those things are still around, might be some soldiers trapped in here too. Except they'd probably be Lassie by now. Huh? Not even human anymore. Just post-Lassie. Enemy's a cocoon. Can't show them any mercy. There's the next one. Perfekt! Und genau zur rechten Zeit fertig geworden mit dem Käffchen. So, da sind drei Dinger und in der Mitte ist das Item. Bei den drei Dingern wird nur an einer Stelle ein Item sein, weil das meistens nur so Irreführung ist, dass man überall hinrennt, um Zeit zu verschwenden. Aber ich bin ja nicht so, ne? Ich verschwende keine Zeit. Nein, ich doch nicht. Dengoku Senpai auf keinen Fall. Mm-mm. Wer sowas behauptet, der lügt. Der lügt abgrundtief. Ja, GF, du lügst. Du guckst das nicht, aber trotzdem. So, jetzt wieder drei Gegner. Yay! Patz. Kein Schockzustand, aber das macht nichts. Wir haben so viel Power auf dem Arsch. So, Handgranate, Feuer! Bling, 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 bling. Patz. Hat das sie überlebt? Das hat sie... Das ist zurückgegangen, um zu überleben. Was ein Hurensohn! Schon wieder, du Drecksvieh! Oh, geh verreck einfach. Oh mein Gott! Was ist das denn? Scheißvieh, ich hasse sowas. Wildleder bekommen, toll. Was soll ich damit? Was soll ich mir davon kaufen? Ich finde die Mucke ja auch geil in dem Spiel. Die ganzen Melodien und die Sounds und sowas. Ich kann sie jetzt gerade nicht hören, weil ich auf Stumm spiele mit dem Kopfhörern. Weil sonst ist der Sound doppelt bei der Aufnahme. Hang on, baby. Da habe ich keine Lust zu. Es wäre unnötig, den doppelt reinzuballern. Und deswegen spiele ich stumm. Ich könnte auch eigentlich über den Fernseher, aber mein Fernseher hat keinen HDMI-Anschluss. So kann ich die PlayStation nicht umstöpseln und keine Ahnung. Und dann meine Kopfhörer am ja. He is here, calling himself a hero.
coming our way. Well, what should I do? Tell him what you need to. But nothing I say will change what happened. We could just run away. Ey, fragt ihn, ob die beiden weglaufen sollen, und er sagt auch noch, ja, das ist so behindert, also so dämlich. Klar, er hat seine Mutter verloren und das ist alles so schrecklich, aber Hakuna Matata. Nein, das ist ein bisschen zu hart ausgedrückt. So, die haben noch alles. So, die beiden werden nachher auf jeden Fall als Magier bei mir agieren. So, da ist kein Item mehr. Aber ich weiche hier einfach mal aus, habe ich jetzt keine Lust zu. Gott! Da rennen diese Köter einfach auf mich zu. So, euch mache ich mal eben schnell down. Komm, da ist ein Item, das will ich haben. Los geht's. Attacke! In dein Gesicht! Alter, wie viele Gegner sind denn das? Los! Wärts! 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 Oh nein! Oh nein! Ah, gerade noch so erwischt. Sauber. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich, Hope. Du hast dich als sehr nützlich erwiesen. Krasse Scheiße! Das ist krasser Papagei, würde jetzt ein Kollege sagen. Krasser Papagei vor allem. So. Vitalisator. Vitalisator ist geil, der gibt einem automatisch Hast und sowas. Und das ist natürlich sinnvoll für Bossfights, weil dann hat man also durch Hast steigt der ATB-Balken schneller. Und oh Gott! Da hätte mich das Drecksvieh ja gerade fast erwischt. Da ich das Item haben will, muss ich da ganz vorsichtig ran. Nein, sie haben mich erwischt. Fuck! Komm, töte sie! Tötet! Tötet! Greift sie an, zerschlitzt sie und so. Und ja. Wie nenne ich denn? So, der Weg zu Sarah. So heißt der Part. Für mich. Jetzt. So. So. So, so, so. Ja, sauber, Vinyl. Du hast ihn davon abgehalten, Hope anzugreifen. Gut gemacht. Daumen hoch. Für dich. Dunkelzahn. Krass. Krass. Sammeln wir das Item ein. Item. Item. 100 Gil. Ich überlege gerade, ob es sich lohnt, jetzt weiterzuspielen. Ne, wisst ihr was? Wir machen jetzt Feierabend für heute. Das ist ein kürzerer Part, aber es ist besser fürs Uploaden. Also für die Zeit und dass es flüssig rüberkommt. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 13. Haust rein, schaust rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Dengoku Senpai.